Ein sehr wichtiges Thema, das uns heutzutage mehr denn je beschäftigt in Vorarlberg, ist die Dichte. Wir haben ein sehr hohes Maß an Zersiedelung im Rheintal und an den hauptsächlichen Seitentälern von Vorarlberg. Es geht darum, dichter zu bauen, effizienter zu bauen, Formen zu finden, die auch von den Personen akzeptiert werden, die also keinen zu großen Bruch darstellen zur über Generationen gewohnten Lebensweise. Das ist eine große Herausforderung, die es zu meistern gilt. Mein Name ist Matthias Hein, ich bin Architekt in Bregenz, selbstständig seit nunmehr 15 Jahren. Das Thema Nachhaltigkeit ist eines, das uns im Büro hier sehr stark beschäftigt. Wir hatten die Chance, mit einer Gemeinde, die sehr erfahren im Thema nachhaltigen Bauen ist, ein Leuchtturmprojekt umzusetzen. Da ging es um den Kindergarten in Mundlix, wo wir vor Beginn eigentlich erst einmal darüber nachgedacht haben, was bedeutet Nachhaltigkeit und wie können wir möglichst nachhaltig bauen. Und wir sind sehr schnell drauf gekommen, dass die einseitige Betrachtung des Heizwärmebedarfs zu wenig ist, dass man viel stärker auch darüber nachdenken muss, Ressourcen des Ortes zu nutzen. In dem Fall konnten wir nicht nur zu 100% lokales Holz aus dem eigenen Gemeindewald, sondern auch den Lehm, den wir aus dem Aushubmaterial entnahmen, konnten wir zu einem Stampflehmboden 9 cm stark verarbeiten. Das Thema Lehmbau ist auch insofern ein sehr interessantes, weil Lehm ja ein Material ist, das praktisch gratis zugänglich ist. Man hat einen Aushub, der Lehm ist da. Trotzdem ist Lehmbau in unserer Gegend hier in Mitteleuropa ein extrem teures Verfahren. Also es ist eigentlich ein Luxus, mit Lehm zu bauen, was geradezu absurd erscheint, wenn man sich vorstellt, dass viele oder große Teile der Weltbevölkerung mit Lehm bauen, weil sie kein Geld haben. Das bringt irgendwie auf den Punkt, wie unser Wirtschaftssystem funktioniert, nämlich dass die Arbeit das Teure ist, die das an sich bindet. Die Gemeinde Mundlix oder Zwischenwasser hat es so gelöst, dass sie freiwillige Helferinnen aus dem Ort gesucht hat, die bereit waren, Martin Rauch und sein Team zu unterstützen und die einfachen Arbeiten zu übernehmen und so den Lehmbau erschwinglich zu machen. Entstanden ist ein Projekt, das nach 30 Jahren seinen Fußabdruck beseitigt haben wird, spätestens ein Null-Energie-Gebäude. Sehr wichtig war auch dabei, dass es ein leistbares Gebäude war, dass es durchaus günstig war im Vergleich zu den anderen ähnlichen Bauaufgaben der letzten Jahre in Vorarlberg. Denn das beste Leuchtturmprojekt ist immer das, das auch leistbar ist und reproduzierbar ist.